Hallo, hier ist Liha 2004, da der Niklas kommentiert hat, dann mach mal ein Reaction-Video zu deinem ersten Video, aber mein erstes Video halt irgendwie ein Video zum Thema eine Vorberichterstattung von dem Spiel, weil dachte ich mir, okay, das ist vielleicht nicht ganz so interessant, weil kann man jetzt da nicht viel zu sagen und deshalb habe ich mir ein anderes Video herausgesucht und zwar, ups, Liha 2004 antwortet auf Hashtag fragt Liha Fragen 1, ja, Bewertung, oh, ist tatsächlich positiv, ja gut, habe ich auch selber geliked an der Stelle, und ich dachte mir, ich kann mir diese 6 Minuten mal angucken. Weiß nicht, falls da ihr mehr Reaction-Videos sehen wollt, könnt ihr mal hier in die Kommentare schreiben. Könnt irgendwelche, weiß nicht, Links zu Videos schicken, die ich mir angucken soll. Oder, weiß nicht, irgendwelche Fragen, wenn ihr nochmal ein Hashtag fragt, Lia sehen wollt. Ich bin mal jetzt echt gespannt. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Und Hier los ist Lia geht's. 2004. Heute Vollbild, so. kommt ein neues Format. Da zum ersten Mal eine Genialer Kamerawinkel auch, wie einfach so, ja, so noch ein Viertel von meinem Kopf oben abgeschnitten mich ist. Und durch das dieses, fragen. hier dieses komische Hash, wo, dieses Band, wo Lia 2004 drauf steht, das war einfach, als in der Schule irgendwie, das war so, wie lange ist das her? Fünf, ja, das war fünfte oder sechste Klasse und da hatten wir so Referate und da hat mein Kumpel hatte dieses Plakat von einem Referat mit so einem Band zugebunden und dann habe ich mir das irgendwie, weiß nicht, gestealt und. Ja, habe ich mir das dann jetzt 2004 draufgeschrieben und um den Kopf gebunden. Und ich habe das auch einfach so getragen dann ab und zu. Und auch bei, als wir bei so einem Fußballcamp-Turnier waren, hatte ich das auch mit. Ich hatte bestimmt 2, 3 Wochen dieses komische Kopfband. Und mir, ja, Fragen egal. an Liha-Video-Format. Ja, hätte ich mir vielleicht auch vorher den Titel überlegen können. Und ich lese einfach ein paar Fragen vor, die mir auf Instagram gestellt wurden. Ja. Oh, auf Alter, schön, das habe ich da für ein Handy, aber auf Instagram damals. Okay, interessant. Habe ich nicht auf YouTube gesagt, dass man mir die Fragen stellen soll? Merke ich mir. Merke ich Die mir. erste Frage kommt von Leon99 TV. In welcher Jugendklasse spielst du Fußball? Hashtag fragt Liha. Ich komme in die D. Da in die D-Jugend war ich da. Nein. Ich komme in die D-Jugend. War das im Sommer? Ja, okay, da war gerade dann Pause, aber lol, in die D-Jugend? Ich bin jetzt ja erstes Jahr B-Jugend. Okay, das hat sich, ist lange her. Ja. Unterstrich Fiete Unterstrich. Könntest du mal ein Unboxing von einer Sportbild machen oder Bravo Sport machen? Alter, dynamische Kameraführung. Oh. Gutes Bild, wo ich gestoppt habe. Also, ich beantworte die Fragen jetzt auch immer hier noch so im Nachhinein. Ich weiß nicht, ein Unboxing von irgendwie einer Sportbild in so einer Zeitung. Weiß ich nicht, ob ich das so fühlen würde. Ich glaube ehrlich, ich bin ja mehr so jetzt ab und zu mal hier zack, ein paar Schuhe unboxen oder ja, Trikots. Bald kommt die Tage wahrscheinlich, kommt wieder ein Unboxing zu ein bisschen was, aber ja, scheint mir nicht so. Aber wer weiß, ob der das in den Kommentar geschrieben hat, das jetzt auch 5 Jahre später, 4,5 Jahre später sieht. Ja, wenn ihr das unbedingt wollt. Ich hätte das jetzt nicht so interessant gefunden, aber von mir Ja, aus. sag ich ja. Tuian01. Welcher Fußballspieler hast du gern? Ich glaube, das soll welchen heißen. Hashtag frag Liha. Ich finde Mario Götze ganz cool. Ach lol, wenn mein Lieblingsspieler ist, ich habe es gerade absolut nicht gecheckt, lol. Würde ich aktuell sagen, mein Lieblingsspieler, ich würde wahrscheinlich sogar sagen Davies, also Bayerns Linksverteidiger, oder Gnabry, weil das sind echt schon zwei ziemlich geile Typen, oder halt international noch generell Messi. Aber ich würde auf jeden Fall vor allem Davies und Gnabry sagen, und natürlich Marcos Alvarez, Fußballgott, um hier auch lokal zu bleiben. Ich mal gesch also da habe ich, was habe ich gesagt, Götze? Gut, da habe ich gerade aus Versehen unerwünschten Besuch bekommen. Auf jeden Fall, Götze. Messi, Messi hat sich nicht geändert. Ter Stegen, ja, Schürrle. Ter Stegen, guter Keeper. was er kam Canberra unterstrich 96. Also, man hätte sich die Fragen ja wenigstens kurz angucken können und die Namen mal üben auszusprechen, weil ich kann ja nicht mal reden hier gerade vernünftig in diesem Video. 90. Was erhoffst du dir für die Zukunft im Bereich Fußball? Außerdem würde ich gerne wissen, wenn du dich entscheiden müsstest, Dortmund oder Schalke? Peace. Ich hoffe, ich sag nicht, ich will Fußballprofi oder sowas werden. Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht, Mann. Ich hoffe, ich sage es nicht. Ja, was erhoffe ich mir im Bereich Fußball? Noch so einiges, auf jeden Fall. Und dann wäre das eine ganz schwere Frage, Dortmund oder Schalke? Ja, okay, Dortmund oder Schalke halten. Bin wahrscheinlich mehr so Schalke.
habe sogar tatsächlich direkt auch, ja, ich habe ja auch ein Schalke-Trikot hier hängen, ich habe auch in Dortmund Sachen hängen, aber ja, eher Schalke, glaube ich. Als Bayern-Fan muss man natürlich gegen Dortmund sein, aber Ja, naja. gute Argumentation. Ich glaube, ich würde eher zu Schalke tendieren, weil da war ich auch schon mal im Stadion. Die haben zum Teil ganz coole Spieler. Und Dortmund. ja. Dann noch eine Frage von Canberra-96. Alter, zwei Fragen von dem Typen, bei dem läuft ja richtig. Hashtag frag Liha, Puma oder Adidas? Puma oder Adidas ist sau schwierig, weil so von, also wenn ich jetzt auch so im Alltag trage ich halt eigentlich nur Adidas, irgendwelche, also Ultra Boost, von Ten, also Tennissocken habe ich eigentlich sind auch nur von Adidas, aber so bei Fußballschuhen, aber auch nur bei Schuhen eigentlich, weil Trikots habe ich halt sau viel auch von verschiedenen Marken, aber Fußballschuhe ist echt schwierig, weil ich hatte echt schon richtig, richtig geile Puma-Schuhe, aber ich hatte auch echt geniale Adidas-Schuhe. Zum Beispiel diese Copa-Schuhe von der WM 2018, die waren saustark von Adidas, aber jetzt auch die ich jetzt habe, oder diese Puma Evo Speed, die waren halt echt genial. Bin ich mal gespannt, was ich damals gesagt habe. Also, ich würde ein bisschen mehr zu Adidas tendieren, weil die bringen häufiger Ja, ist ja im Prinzip auch richtig neue so. Schuhe raus. Aber Puma hat natürlich genauso coole Schuhe wie Adidas. Ja. Ich finde es auch sau stark, wie ich irgendwie, naja, wie ich da sitze und wie ich jetzt die ganze Zeit hier auch so rein und raus zoome und irgendwie auch keine Schnitte damals. Ich wusste damals schon, wie der Hase lief. Nil-Piss. Was kannst du dir vorstellen, wie viele Abonnenten wirst du in einem Jahr haben? Das ist schwierig zu sagen. Jetzt sage ich wahrscheinlich viel zu viel und dann hält mich wieder alle rum. Nein, das wäre zu viel. Ich würde sagen, in einem Jahr 2500. Okay, das ist, hatte ich schon, mich würde es natürlich interessieren, wie viele Abonnenten ich zu dem Zeitpunkt hatte, weil, keine Ahnung, so, jetzt habe ich einfach die Zahl rausgehauen. Genial, auch schon wieder, wie ich gestoppt habe hier. Mann. Tom D. Wenn 2500. Toll, schade. Tom D. Wen magst du lieber? Mario Götze oder Thomas Müller? Ich finde Ja, Mario. aber absolut Thomas Müller, Götze wahrscheinlich zu der Zeit so auch mit dem WM-Tor, aber Thomas Müller, der ist ein saugeiler Typ und Mario Götze, der hat ein halbes Jahr oder so gefühlt oder 2 Jahre vielleicht für Bayern gespielt und davon weiß ich nicht, ob er überhaupt wirklich gut gespielt hat, aber Thomas Müller ist ein saustarker Typ. Götze cooler, weil der irgendwie. Ich finde ihn, der wirkt halt cooler, auch so im Damals. Spiel. Thomas Müller wirkt da so ein bisschen, also so ein bisschen komisch, so ein bisschen. Oh, ich habe den Ball. Der wirkt ein bisschen komisch. Also nach den ersten 2 Minuten 37, Leute, wir haben hier schon auf, oh, 8 Minuten, schade. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich dachte, das wird jetzt richtig, richtig cringe. Bisher geht's noch. Vielleicht wird es auch noch deutlich schlimmer. Ich habe ein bisschen Angst. Vor die Füße bekommen. Dann noch eine Frage von Tom D. Und spielst du selber Fußball? Und wenn ja, auf welcher Position? Natürlich spiele ich Fußball. Ich spiele entweder linkes Mittelfeld, auch wenn ich Rechtsfuß bin, damit ich so in die Mitte ziehen. Okay, interessant. Ja, ich spiel jetzt ja auch immer noch Fußball, aber ich spiele. Also vermehrt vor allem jetzt auf zentralen Positionen, so als wollen eigentlich Achter und Zehner ab und zu tatsächlich auch nochmal links außen, aber das hat sich ja interessant geändert. Oder Stürmer, Goalgetter. Stürmer. Hashtag fragt Lia, spielst du in einer Auswahlmannschaft? Rhein Nö. Land Auswahl unter anderem. Ja. Ich kann ja echt nicht lesen. Das ist ja richtig schlimm, sich das anzugucken, wenn man nicht lesen kann. Also, ich konnte da ja einfach nicht lesen. Das ist ja. Eieiei. FIFA Eskil HD unterstrich Oli. Hashtag fragt Lia, wieso bist du Bayern-Fan? Keine Ahnung, ich bin so, seit ich denken kann, Bayern-Fan. Keine Ahnung, Bayern und VfL halt. Also VfL Osnabrück jetzt war halt, weiß ich nicht, schon mit recht jungen Jahren da im VfL-Stadion, irgendwann mal so mit 4, 5 oder sowas, würde ich sagen, wenn nicht sogar noch jünger. Und Bayern-Fan, weiß ich nicht. Ist halt so, mein Vater ist Bayern-Fan und dann lebt man das dann ja auch irgendwie so oder widerspricht mir da irgendwer. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, so, aber. Ja, man sagt immer, Fan wird man nicht, Fan ist man. Und das wird einem so zugeteilt. Richtig, Liha weise, Liha ganz, ganz weise. Nico Prange, Hashtag frag Lira, wo wohnst du? In meinem Haus. Joke, 10 von 10. Ba unterstrich Baro. unterstrich Baro. Was war das? Hä? unterstrich Hä?
Unterstrich Baro. Hä? Unterstrich Baro 01 Unterstrich. Was sollte das? Hashtag Frag Liha. Wie bist du auf YouTube gekommen und was sagst du da? Was sagt deine Familie dazu? Alter, ich hasse diese Frage. Ich habe ja ab und zu schon mal ein anderes Interview gehabt, irgendwie mit Zeitung oder Radio oder Fernsehen tatsächlich auch schon mal. Also mit NDR. Und echt, ich hasse diese Frage, das so zu erzählen. Ich keine Ahnung, mal gucken, was ich da sage. Ja, es war eines Tages, mir war langweilig und dann dachte ich, hey! Oh mein Gott, nein, 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 das kenne ich, das hat mir irgendwer, irgendwann habe ich das Video mal gesehen. Hey, oh mein Gott. Dann dachte ich, hey! Oh mein Gott, oh ups. Lass oh mal was Gott. Auf YouTube machen. Es war so ähnlich. Ja, dieses, hey, das hat es mir jetzt aber richtig gegeben mit Cringe. Alter Schwede, alter Schwede. Bei einem Verwandten habe ich mal so Kurzclips gemacht auf einem YouTube-Kanal. Und dann wollte ich das selber machen. Und meine Familie findet das auch ganz cool. Ganz cool. Ja. LeonB9. Hashtag Faglia, welche Position spielst du, habe ich eben schon gesagt, linkes Mittelfeld. Mir doch ganz. Wieso beantworte ich die gleiche Frage zweimal? Was war denn los mit mir? Wollte ich das Video irgendwie strecken? Das sind doch eh nur 6 Minuten. Wieso? Ja, meine Aufnahme geht auch doppelt so lange wie das eigentliche Video hier schon. Feld oder Stürmer. Hirschi.l oder i.h. Hashtag Faglia, wie lange spielst du schon Fußball? Und auf welcher Position? Alter, ich habe 3-mal die gleiche Frage in dem Video beantwortet. Wie blöd war ich denn da? Also, das ist ja kein Scherm, das ist ja einfach Dummheit. So, keine Ahnung, der Anfang der Frage kann man ja vorlesen. Dann, yo, wie lange spielst du Fußball? Da wahrscheinlich so, weiß nicht, 7, 8 Jahre oder so. Aber das 2-3-mal das mit der Position vorzulesen? Zum 3. Mal. Ich spiele jetzt 5 oder 6 Jahre Fußball schon. Echt? 6 Jahre erst? Ich spiele jetzt, warte mal, 2000. Ich spiele jetzt seit 11 Jahren Fußball. Und kann es trotzdem nicht, Mann. Und wie gesagt, linkes Mittelfeld und Stürmer. Oder Stürmer. Domme_2002_. Kannst du mal auf deinem YouTube-Kanal ein Interview mit Marco Reus machen? Ich wollte wissen. Hey, ich kann nicht lesen und ja, ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt, aber mit Marco Reus. Also, ich habe jetzt ja den einen oder anderen guten Kollegen, der Günther Jauch, auf jeden Fall Günther Jauch, guter Interviewkollege von mir, aber weiß ich nicht. Also wenn Günther Jauch, dann können ja eigentlich auch andere so. Könnte auch hier Marco Reus oder so das machen, mal ein Interview mit mir. Also das sehe ich genauso wie der Typ, der die Frage gestellt hat. Wissen, wer dein Lieblingsspieler ist? Ach ja, Reus ist auch cool. Wenn das ginge, würde ich das natürlich richtig gerne machen, weil das wäre richtig geil, mit Reus ein Interview zu machen. Ja, mein Lieblingsspieler Götze, Messi, Reus. Auch die Lieblingsspielerfrage, ich habe das eben schon mal beantwortet. Wieso beantworte ich die gleiche Frage schon wieder 2-mal? Warum lese ich es eigentlich noch vor? Deswegen, die sind halt ganz cool. Und Tim Edelmann 08, welche Jugend spielst du? Ich komme in die D. Auch, wieso? Wieso war ich einfach blöd und habe die gleiche Frage mehrmals vorgelesen? Oder stand das da nur einmal und ich habe es mir vorgelesen? Ich meine, das ist die gleiche Frage 2-mal. Jetzt, also mehrere Fragen schon doppelt. Das.Messer.AMK. Wie hieß der? Messer.AMK. Fäschekroglia. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Robben oder Ribéry als Trainer, wenn ja, wen würdest du nehmen? Ach ja. Ja, voll die dumme Frage. Ich spiele auf 2 verschiedenen Flügelseiten, aber ich würde auf jeden Fall safe mit Ribéry gehen. Aber auch wenn Robben vielleicht insgesamt ein bisschen besser war. Aber Ribéry, wenn der fit war, der war schon geisteskrank. Obwohl, das kannst du für Robben auch sagen. Ich finde für Ribéry einfach vom Typen mehr. Ja, wer ist dein Lieblingsspieler von Bayern? Und mach weiter, so gute Videos. Erstmal danke für diesen Lob. Für dieses Lob. Gute Videos, ich erinnere nur an diesen komischen Schwenker eben. Und ich würde sagen, bei Frankreich wird Ribéry Trainer und bei den Niederlanden wird Robben Trainer. So beantwortet? Hoffe ich mal. Das war absolut nicht die Frage. Lieblingsspieler von Bayern, Götze. Ist halt so. Und die letzte Frage ist von WTF ISGOINGONJACKY. Hieß man damals auf Instagram so? Hatten die Leute so komische Namen? Oder kann ich einfach nur echt absolut nicht lesen? Psylon. Wie auch immer man das ausspricht. Wer dreht deine Videos? Natürlich mein Kameramann, ist doch logisch. Mein Kameramann. Ja, wenn jetzt nicht mehr. Habe ich nur so ein Stativ hier stehen und damit es nicht mehr wackelt. Das hat sich eigentlich gut entwickelt. Fein hat dann, like das mal und dann mache ich weiter damit. Ich könnte das so einrichten. Also mal No Joke, es hat ja scheinbar funktioniert.
Na, Leute, die Kommentare sind deaktiviert wegen diesen neuen YouTube-Richtlinien. Ah, aber dass es sozusagen tatsächlich funktioniert hat, dass Leute sich das dann noch weiter angeguckt haben. Ich sehe gerade schon, Viertelstunde geht das jetzt. Oder fast Viertelstunde. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare, ob ich mehr Reaction-Videos machen soll. Schickt mir irgendwelche Links zum Reacten, weil ich müsste mich dann auf jeden Fall kürzer fassen. Das Video geht 6 Minuten und ich habe jetzt irgendwie 10 Minuten nur gelabert so. Und mich eigentlich nur drüber aufgeregt. Es war schon ein bisschen hart, das anzugucken, weil es ist echt nicht, ist nicht so gut, aber ja, ne, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt irgendwas in die Kommentare. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da. Ne, und tschüss.